Es ist schon eine Krux. Als erfolgreicher Würstchenverkäufer kann man seine Millionen bald nicht einmal mehr in den Schweizer Bergen verstecken. Aber sobald die NASA ihre erste extraterrestrische Bank auf dem Mars eröffnet, geht's mit dem ganzen Zaster ab in den Weltraum. Wenn dann nur nicht diese verflixten Videospieler wären, die auf alle Raumschiffe der Banken und Ölmultis ballern und diese Tax-Evaders vom Himmel holen. Deshalb jetzt Plan B. In generischen Biolaboren auf dem roten Planeten züchten die Steuerflüchtlinge blutrünstige Aliens und schlagen zurück. Wie bei Duke Nukem. Da muss man schon die Pistolen in beide Hände nehmen, um die Weltherrschaft der Killerkaninchen noch zu verhindern. Als nächstes werden sie bestimmt alle Killerspiele verbieten, damit wir uns nicht vorbereiten können. Wir wären den blutrünstigen Plüschtieren schutzlos ausgeliefert. Denn ohne Waffen hat man kaum eine Chance. Wie im Horrorhaus von Ice the Horror Game. Da gibt's nicht mal Licht. Nur mit einer Taschenlampe muss man das Gemäuer durchsuchen. Die komischen Schmierereien an den Wänden lassen einen sehen, wo der Geist gerade herumspukt, der einem das Licht ausknipsen will. Doch wenn der einen erstmal erblickt, kann man gar nicht schnell genug wegrennen. Apropos Laufen. Auf dem Amaze Festival in Berlin ist uns diese Installation zweier Kunststudenten aus Halle aufgefallen. Die haben kurzerhand einen Stahlrahmen zusammengeschweißt, eine Walze aus Autoreifen mit der Maussteuerung gekoppelt und lassen Spieler auf einer Rolle durch einen wundersamen Polygonwald laufen. Mit ganzem Körpereinsatz kann man das Gestänge nach rechts und links kippen. Statt 3D-Beamer soll The Gaudi Woods später auch mit einer Oculus Rift Brille laufen. Unity macht's möglich. Ausprobieren kann man es dann im Computerspielemuseum in Berlin, das bereits zwei Installationen von den Künstlern geordert hat.